Ja, schon, momentan schon. Also in unserer Mannschaft schon. Bis jetzt war in meiner Karriere jetzt nicht so. Ich habe immer im Mittelfeld gespielt, teilweise sogar im defensiven Mittelfeld. Aber es hat sich so ergeben, dass ich jetzt vorne mitspiele. Also es ist völlig egal, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass man Unterschiede innerhalb der Liga, innerhalb der ersten Liga auch merkt. Es gibt meiner Meinung nach vier, fünf Mannschaften, die richtig gut sind, die sogar Chance auf den Titel haben. Und es gibt die anderen vier, fünf Mannschaften, die so weit von den ersten fünf sind, sowohl vom Sportlichen als auch vom Stand auf der Tabelle sind. Aber trotzdem bleibt die Liga immer spannend. Also dadurch, dass eben diese fünf Mannschaften dabei sind, ist die Liga richtig gut. In der zweiten Liga gab es damals, also vor einem Jahr, als wir dort gespielt haben, nur zwei Mannschaften, die richtig gut waren. Also insofern merkt man schon einen Unterschied. Nein, nicht wirklich. Die Frage ist mir schon öfters gestellt worden, aber ich denke gar nicht drüber nach. Also damals, als ich angefangen habe, da kann ich mich noch erinnern, in den ersten Spielen war es immer so, dass ich immer ein Tor, also in jedem Spiel immer ein Tor mehr geschossen habe. Und da hat der Sascha, unser Coach, mir das vorgeschlagen, dass er mir ein Essen zahlt, wenn ich in einem Spiel 7 oder 8, ich weiß nicht, was die Summe jetzt genau war, schieß. Und die habe ich geschafft. Aber in Bezug auf die Meisterschaft habe ich überhaupt kein Ziel, wie viel ich erzielen möchte. Also vor 2 Jahren, das Cup-Halbfinalspiel ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil wir dort wirklich gut gespielt haben, mit der besten Mannschaft aufgestellt waren und damals als Drittligist Lok in die Verlängerung gezogen haben und dann mit Elfmeterschießen verloren haben, leider. Aber das war ein richtig gutes Spiel, tolle Atmosphäre, das war Sommer, 30 Grad, paar Zuschauer auch. Und ja, das war ein gutes Erlebnis. Gelernt in Ungarn und mit 18 bin ich nach Österreich und habe dann in der Austria Klagenfurt oder damals noch Austria Kärnten Akademie gespielt. Dann in der Amateure und dann in der Regionalliga Mitte. 2012, 2011, 2012. Und dann mit dem Luki, mit unserem Kapitän, gemeinsam bei Admira Technopol in der Wiener Liga. Ja, ich freue mich auf die Rückrunde auf jeden Fall. Es wird sicher ein paar spannende Spiele geben. Und ja, danke auch von meiner Seite an die Organisation und an euch, dass ihr es so toll hinkriegt habt. Und ja, wir sehen uns in der ersten Runde.